Das Kapital ist A, ein Werk von Karl Marx, oder B, auf dem Konto von Peer Steinbrück. Das Kapital ist etwas Wichtiges und wir werden es beherrschbar machen, dank Peer Steinbrück. A oder B? Ja, damit leider verloren. Man muss schon auf die Fragen antworten, Mensch. Ist doch ganz einfach, das Spiel. Herr Trittin, die Grünen müssen hipper werden. Machen Sie es doch so wie die Linke, zum Beispiel eine Affäre mit Claudia Roth. Das wäre doch was. Also, ich habe keinen Zusatzbedarf an Hipness. Für mich hip genug. Aber ist doch eine attraktive Frau, die Claudia. Das zeigt die Gesamtschuld. Das würde ich nie bezweifeln, aber ich bin... Seit Peer Steinbrück Kanzlerkandidat der SPD ist, sind die Umfragewerte A gesunken oder B negativ gestiegen? Die Umfrageergebnisse sind nicht maßgeblich. Wir haben auch gut, aber das beantwortet nicht die Frage. Aber ich bin Politiker. Seit wann sind wir? Also wir werden bezahlt, sozusagen die Frage so zu beantworten, dass wir Wahlen gewinnen. Und das ist die Schätzfrage. Wie viel Prozent holt die SPD bei der Bundestagswahl? Was glauben Sie? So viel, dass es mit starken Grünen zusammenreicht. Nee, weniger. Was sagen Sie? Viel weniger. Nein, wir schaffen das. Verstehen Sie? Wir schaffen das. Jetzt wird es nochmal richtig spannend hier. Mhm. Welchen Satz wird man von Sigmar Gabriel nie hören? Ist es A, ich bedanke mich bei den Wählern für diesen Wahlerfolg? Oder ist es B, nehmen Sie diese Mascarpone-Creme wieder mit, ich bin satt? Man wird den ersten Satz immer wieder von ihm hören. Das war so bei den Wahlen in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Ja, B wäre hier richtig gewesen. Und was sind bei den Linken die großen Schwachstellen neben Lötschel Ernst? Also einem neben Löschen Ernst, das weiß ich natürlich zurück. Wenn man den Gedanken jetzt konsequent weiterdenkt, dass im Staate allen alles gehört, laufe ich ja jetzt im Prinzip in Ihrer Unterwäsche rum. Ist das okay für Sie? Nein, also das ist natürlich nicht unser Konzept, sondern wir wollen Wirtschaftseigentum vergesellschaften und Sie müssen sich keine Sorge um Ihre Unterwäsche machen. Sie wollen im Prinzip öffentlich-rechtliche Banken. Da muss ich Ihnen als ZDF-Mitarbeiter sagen, öffentlich-rechtlich, das hat noch nie funktioniert. Das ist erstaunlich, dass Sie als ZDF-Mitarbeiter das sagen. Ich muss Ihnen sagen, in der Krise haben sich gerade die Sparkassen bewährt. Das weiß jede Zuhörerin und jeder Zuhörer. Ich hoffe, dass Sie es nicht wegschneiden jetzt. Herr Niebel. Hallo, Herr Van der Horst. Willkommen. Grüße Sie. Beim Heute-Show-Bussi. Und wie begrüßt man sich beim Heute-Show-Bussi? Mit dem Bussi? Richtig. Nein. Was ist das jetzt Pflicht? Das ist Pflicht. Nicht in der FDP. Ja, Rösler und Diekmann küssen sich sogar auf den Mund. Und der Rösler mit Zunge. Jeder, wie er kann, aber die Farbe ist falsch. Das war früher immer gelb. Wir haben es ein bisschen umgebaut. Das ist so grau. Gelb war lustiger. Fanden Sie? Ja. Lustig wird es jetzt. Kommen Sie mit. Ja, danke. Wir wollen Ihnen heute nochmal einen richtig schönen Tag machen, bevor Sie aus dem Ministeramt scheiden. Das Ziel ist nicht, dass Sie sich aus dem Ministeramt scheiden. Schöner Tag ist das Ziel, das habe ich richtig verstanden. Ne? Ja, Entschuldigung, ja, dann ist das falsch angekommen. Andere findet dann erst in frühestens 4 Jahren statt. Ach so, dann scheiden Sie erst aus als... Frühestens. Ach so. Weil die Wahlen gewonnen werden, aber wir weiter regieren werden. Man kann ja schon sagen, dass Sie als Minister eigentlich keine Fehler gemacht haben. Liegt das daran, dass Sie grundsätzlich eigentlich gar nichts gemacht haben? Nein, ich habe natürlich auch irgendwelche Sachen gemacht, die nicht unbedingt hundertprozentig gewesen sind, was man allgemein als Fehler bezeichnet. Ja. Aber ich habe eine ganze Menge gemacht. Und was haben Sie gemacht so? Die größte Strukturreform der Entwicklungspolitik in den letzten 50 Jahren. Ja? Absolut. Und das habe ich alles verpasst? Mhm. Und was war das so? Zum Beispiel die Fusion der staatlichen Entwicklungsorganisationen. Das habe ich gar nicht, habe ich alles nicht mit. Sie kehren ja aus Berlin zurück nach Bayern. Da ist die Begeisterung groß, zumindest in Berlin. Ich hoffe, Herr Lindner, Sie vergessen auch in Zukunft nicht, wem Sie zu verdanken haben, dass der Rösler endlich weg ist. Eine Übung, um Vertrauen zu schaffen. Sie schließen jetzt mal die Augen und lassen sich dann rückwärts in meine Arme fallen, ja? Einfach umdrehen jetzt. Als erstes brauchen Sie erfolgreiche Vorbilder. Das ist ganz wichtig. Ich dachte an die CSU. Das wird schwer. Wir sind eine bundesweite Partei. Naja. Uns gibt es ja nicht nur in Bayern. Aber die sind auch gegen alles, was die Kanzlerin sagt, stellen aber trotzdem 3 Minister. Sie schließen die Augen, Frau Künast. Sie lassen sich fallen. Sie vertrauen mir. Sie vertrauen mir. Sind Sie verrückt geworden? Sie haben ja wirklich mitgemacht. Ja. Das ist natürlich ein Riesenfehler, niemals den Medien trauen, ne? Es geht jetzt darum, einfach mal zu schweigen und Kraft zu tanken. Ab jetzt. Und dann? Einfach. Zeigen Sie uns bitte Ihr typisches Gesicht, wenn die Kanzlerin Ihnen mal wieder ein Thema geklaut hat.
Zeigen Sie jetzt Ihr typisches Gesicht, wenn Claudia Roth sich die Klamotten mal wieder selbst rausgelegt hat. Oh. Was ist Ihr typisches Gesicht, wenn die Ergebnisse im September nur für Schwarz-Grün reichen? Herr Dritin, wenn Rot-Grün im September jetzt doch die Wahl gewinnt, keine Ahnung, welcher Praktikant die Frage verbockt hat. Herr Lafontaine, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Wir haben einen Hinweis bekommen, dass Sie bespitzelt werden. Ich sage nur jung, attraktiv, schwarze Haare, Initialien SW. Klingelt? Das muss ein ganz intelligenter Spitzel sein, der Ihnen diesen Hinweis gegeben hat.